Endlich angekommen. Wenn man so wie ich ohne Auto anreist, kann man hier am Anleger direkt von der Fähre in diese süße Kleinbahn einsteigen und die bringt einen dann direkt ins Zentrum. So wie all die anderen hier bin ich jetzt wirklich reif für die Insel. Willkommen auf Borkum. Sie ist die größte der ostfriesischen Inseln und wird auch Insel der Türme genannt. Mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer gelegen. Borkums grünes Herz schlägt im Takt der Gezeiten. Nordseeheilbad mit Hochseeklima. Klingt nach Urlaub, klingt nach Erholung, klingt nach Meer. Auf Borkum ist alles anders, sagen die, die hier leben. Und mir ist eine Reise voller Überraschungen versprochen worden. Der hat aber echt gebissen. Hab ich doch gesagt. 90 Minuten Inselgefühle auf der westlichsten Insel Deutschlands. Zu erreichen mit der Fähre von Emden oder Emshaven aus. Und von Borkums Hafen geht's dann direkt mit der Kleinbahn ins Zentrum. Normalerweise. It's a new life for me. It's a new dawn. Denn mein Team hat gesagt, ich soll hier einfach mal warten. Ich würde schon abgeholt. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom. Super, also ich weiß ja nicht, was mich sonst noch so alles erwartet, aber das ist doch schon mal ein toller Einstieg. So, kommen wir gleich rein. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Ich mag ihn jetzt schon, den Inselbus, Baujahr 1951, wie mein Fahrer mir erklärt. Man kann den Bus mieten, samt ortskundigem Chauffeur. Heinrich Poppinger heißt unser Mann hinterm Steuer. Das ist ja nun richtig gemütlich, sich hier so von Ihnen über die Insel chauffieren zu lassen, Herr Poppinger. Toll. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie sind Borkumer, Busfahrer, Wattführer, Stadtführer und Chauffeur für Sonderfahrten mit diesem tollen Inselbus hier. Richtig. Habe ich nichts vergessen? Gar nichts vergessen. Das kann man alles in einem Leben machen. Das kriegt man in meinem Leben hin, ja. In einem Borkumer Inselleben, toll. Da sind Sie ja der perfekte Begleiter für mich hier auf der Insel. Bin schon sehr gespannt, was wir alles zusammen erleben werden. Das wird bestimmt toll. Wie ist es denn mit den Gästen? Sie haben ja den Überblick. Wie waren die damals, wie sind sie heute? Hat sich da was verändert? Mit den Gästen ist es so, früher hatten wir den reinen Badegast. Ja, und die sind hier auf der Insel angekommen für 4 Wochen Urlaub. Mhm. Koffer am Bahnhof abgestellt, dann hoch zum Strand, Strandzelt gemietet. Und dann sind die 4 Wochen lang nur Strandzelt, Pension, Pension, Strandzelt, immer hin und her. Auch das schön. Hat sich heute geändert. Also viele sitzen auch wohl noch mal am Strand, aber Aktivurlauber. Das heißt, viele mit Fahrrad unterwegs, wandertechnisch. Und das ist eigentlich eine tolle Sache und man kann hier viel machen. Ja? Die Promenade, der Strand, die sind doch, soll doch auch schön sein hier auf der Insel, oder? Ja, das ist ein ganz tolles Fleckchen. Das ist auch meistens, dass das so anziehend ist für die Gäste. Und riesengroß. Und riesengroß. Das heißt, ist das jetzt unsere erste Station? Promenade. Ja? Ja, das können wir machen. Können wir machen. So in die Richtung, nehme ich mal an. Immer geradeaus. Aber vorher stellen wir Ihnen noch ein anderes Oldtimer-Schätzchen vor. Einmal in der Woche gibt sie auf Borkums Schienen den Ton an. Die Dampflok mit ihren historischen Waggons. Deutschlands älteste Inselbahn zählt zu den Touristenattraktionen und ist ein Stück Borkumer Geschichte. Bereits 1888 schnauften Dampflokomotiven über die Nordseeinsel. 1905 wurde sogar eigens für den angekündigten Besuch von Kaiser Wilhelm II. Ein Kaiserwagen gebaut. Der Monarch kam dann doch nicht nach Borkum. Selbst schuld.
7 Kilometer Gleisstrecke sind von der Schmalspurbahn geblieben. Die Verbindung zwischen Hafen und Ortsmitte. Es geht durch die Grüne Stee, das Wäldchen im Südosten der Insel. Und noch ein Oldie wackelt einmal in der Woche über Borkums Schienen. Der Wismarer Triebwagen. Spitzname Schweineschnäuzchen. Und das ist sie, Borkums Promenade. Mal abgesehen von ein paar Betonklötzen aus den 70er Jahren ist sie tatsächlich prächtig. Unten der Hauptbadestrand, oben Fassaden aus der Gründerzeit und dazwischen der Inselbus. Heinrich Poppinger hat mir ein paar Sonnenstunden verordnet für das richtige Inselgefühl. Er macht in der Zeit noch eine Kaffeefahrt oder sagt man hier in Ostfriesland besser Teefahrt. Das ist ja toll. Hier kann man von der Promenade aus da hinten die Seehunde sehen, auf der Sandbank. Das ist nun wirklich selten. Mit Fernglas wird es wahrscheinlich jetzt besser gehen. Kein Kleingeld. Fernglas, das wäre es jetzt. Ja, wäre auch was für einen Rucksack. Der Rucksack ist übrigens wieder dabei. Sie wissen ja, im Laufe der Reise kommen ganz viele schöne Geschenke hier rein und mit ein bisschen Glück können Sie den sogar gewinnen. Die Promenade scheint der Treffpunkt zu sein. Eine Flaniermeile mit Cafés, Restaurants und Live-Konzerten. Sehen und gesehen werden im Takt der Musik und in Pole Position zu Strand und Meer. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kommen Badegäste auf die Nordseeinsel. Die ersten waren reiche Bürger aus Emden. Heute ist Borkum auch eine Insel für Familien. Viele zieht es seit Jahrzehnten immer wieder her. Und irgendwann bringen sie dann auch ihre Kinder und Enkel mit. Die Borkumer leben vom Tourismus. Und diese Herren sind immer am Start, wenn es darum geht, es den Urlaubern bequem zu machen. Ganz typisch und ein Überbleibsel aus alten Zeiten, die Strandzelte. Etwas billiger als Strandkörbe und ein idealer Windschutz. Auch die Milchbuden gab es früher schon, als noch dicke Milch an die Badegäste verkauft wurde. Heute bekommt man hier hausgemachte Eintöpfe und Milchreis mit Früchten. Im Strandzelt gibt es dafür extra ein sogenanntes Frühstücksbrettchen. Wegen der gesunden Seeluft, jodhaltig und pollenarm, wurde Borkum kürzlich zur ersten allergikerfreundlichen Insel Europas ausgezeichnet. Vielleicht liegt es am leckeren Milchreis oder an der gesunden Luft. Bei mir zumindest macht sich schon nach den ersten Strandstunden ein wohliges Urlaubsgefühl breit. Mit einem Urlaub auf Borkum hat für Nicole Wenning alles angefangen. Hier fand die gelernte Grafikerin ihre schönsten Motive. Damals hat sie sich ziemlich schnell verliebt. Erst in die Insel, dann in einen Borkumer. Zwei gute Gründe, um für immer zu bleiben. Nicole Wenning kommt aus Nordrhein-Westfalen. Vom Münsterland zog sie dann auf die Nordseeinsel. Direkt an der Strandpromenade, wo schon zur Kaiserzeit die Kurgäste flanierten, liegt ihr Atelier am Meer.
In der ehemaligen Wandelhalle im früheren Lesesaal hat sie die Nordsee vor ihrem Fenster und den wohl schönsten Arbeitsplatz der Insel. Die Landschaft, das besondere Licht und die Ruhe, die die Nordseeinsel verströmt, all das gibt ihr Kraft, um zu malen. Augenblicke einfangen, Stimmungen auf die Leinwand bannen. Mich immer noch weiter fasziniert, ist einfach das Meer. Da finde ich immer noch jeden Tag das, was Neues zu sehen und ich finde es immer noch total spannend. Schön ist auch, dass man hier immer mehr merkt, dass man eben so ein bisschen abgeschieden ist vom Rest des Kontinents und dass hier so eine eigene Welt ist. Regelmäßig teilt die Malerin ihr Atelier am Meer mit Urlaubern, verrät ihnen Tricks, gibt ihnen etwas von ihrem Erfahrungsschatz ab. Die Malschüler kommen aus allen Altersschichten und manche seit Jahren immer wieder. In der lichten Atmosphäre des Ateliers am Meer können sie ihre kreative Seite ausleben. Die Kurse bei der bekannten Inselkünstlerin sind äußerst beliebt. Das ist so kinderfreie Zeit, die ich mir gönne. Bei einer Künstlerin, schönes Ambiente. Und man kommt danach nach Hause und hat dann noch was Herrliches dabei. Ne? Also von da, nee, ist toll. Ist Urlaub und Entspannung pur. Ne? Nicole Wennings Bilder verleiten auch zum Schmunzeln. Der liebevolle Blick einer Walborkummerin. Oh, hallo. Moin, moin. Moin, moin. Tag, Frau Wenning. Kallert, hallo. Das ist ja noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Toller Arbeitsplatz hier. Ja, das ist wirklich wunderbar. Wir können immer aufs Meer schauen und wir haben richtig viel Licht. Ja, das macht Spaß, hier zu arbeiten. Ich finde es ja toll, dass Sie gesagt haben, ich mal was für den Rucksack. Ja. Ist es denn schon fertig? Ja, ich habe es schon fertig. Und Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein paar Strandzelte. Weil die immer so wunderbar bunt sind im Sommer. Ja. Die Leute da gern drin sitzen. Ja. Und sehr typisch. Ja, wunderbar. Ja, und ja, also der Inbegriff von Ferien, sofort. Absolut. Und gibt es ja auch auf Borkum vor allem, ne? Diese Strandzelte, toll. Ganz genau. Ganz herzlichen Dank. Kann man das jetzt so in den Rucksack reintun? Ist schon trocken? Ist trocken. Gut. Dann kommt es ganz vorsichtig für Sie in den wunderschönen Rucksack. Eine Erinnerung an Borkums Strand. Noch jemanden hat es von Nordrhein-Westfalen auf die Nordseeinsel verschlagen. Brenda Vogel und ihre Hündin Jeannie. Ein unzertrennliches Gespann, nicht nur auf dem Wasser. Brenda Vogel kam schon als Kind jeden Sommer mit ihren Eltern aus Hattingen nach Borkum. Später hat sie hier gejobbt. In ihrer Freizeit macht sie mit Hündin Jeannie die Welle. Ansonsten bringt sie Borkumer Kindern und Urlaubern das Surfen bei. Brenda gehört die einzige Surfschule auf der Insel. Bei ihr kann man alle Sportarten lernen, die mit Wind, Wasser und Strand zu tun haben. Zum Beispiel das Kite-Buggy-Fahren. Der Kite-Buggy ist ein durch Windkraft gezogenes Dreirad. Gelenkt wird mit den Füßen. Der Drache fängt den Wind ein. Dazwischen 24 Meter Leine. Eine Sportart, die nur an wenigen Stränden in Deutschland erlaubt ist. 500 Meter breit ist der Strand und über 20 Kilometer lang. Erfahrene Sportler wie Brenda und ihr Kollege kommen dabei auf eine Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometern.
Wer die Ruhe sucht, wer die Natur genießen möchte, der fährt raus ins Ostland. Erst hier spürt man die wahre Größe Borkums. 32 Quadratkilometer, grüne Dünen, satte Wiesen. Und diese Stille. Mal ausgenommen, man sitzt gerade im Oldiebus. Wir sind nicht die Einzigen, die unterwegs sind. Viele Radwege führen ins Ostland. Ostland ist abgeteilt, Bauerndorf Ostland, 1753 das erste Mal besiedelt worden. Aha. Ja, kleine Bauernhöfe, viel Milchwirtschaft hat man hier betrieben. Und da ist man dann auch sehr schnell auf den Tourismus gekommen, hier auf dem Ostland. Weil es landschaftlich so schön ist. Einmal, weil es landschaftlich schön ist, Gäste auch gerne hier rausgekommen sind. Und die haben damals schon Milchprodukte, die sie selber produziert haben, dann an den Gast gebracht. Was denn so? Dicke Milch, dann Buttermilch. Warte mal ganz kurz, dicke Milch, wie geht das noch? Dicke Milch, abgestandene Milch. Ja, abgestandene Milch. Also in einer Schale wird Milch reingegossen, wird dann oben auf den Schrank gestellt, wo es ein bisschen wärmer ist. Das Gerinn wird dick und am nächsten Tag Zucker und Zimt drüber und dann kann man das essen. Fünf alte Höfe gehören zum Bauerndorf Ostland. Milchwirtschaft betreibt hier heute niemand mehr. Stattdessen grasen Rinder auf den Wiesen. Als Landschaftspfleger und lecker essen kann man hier auch, sagt Heinrich. Tamina, hier ist Endstation, hier geht's weiter mit dem Fahrrad. Aha, okay. Das ist auch eine Variante. Da wartet der Bus auf uns. Die Endstation von Borkums Inselbus ist offenbar auch eine beliebte Rast- und Pausenstation. Was essen wäre jetzt nicht schlecht? So, ich hab's. Aber ganz ehrlich, habe ich mich viel bewegt bisher? Nein, also erstmal rauf aufs Rad und rein in die Natur. Los, kein Tropfen an den schönen Guss. Und die Richtung? Die Richtung. Ja. Auch schön. Und in der Zwischenzeit kocht er was für uns. Christoph Michaelsen. Zuerst muss er allerdings noch die Tiere versorgen. In einem der alten Bauernhöfe hat der Borkumer sein Café Ostland eröffnet. Ruhetage gibt es momentan nicht für den 32-jährigen Koch. Im Sommer kann sich das keiner der Gastronomen leisten. Schon gar nicht, wenn man das letzte Gasthaus vor Jüst ist. Das Café Ostland steht für Gemütlichkeit im Grünen und für ostfriesische Spezialitäten. Deshalb ist hier tagsüber auch richtig viel los. Hier kommt nichts Exotisches in die Pfanne. Bodenständig soll es sein, mit frischen Produkten aus der Heimat. Das sind die Zutaten, aus denen Christoph Michaelsen seine kulinarischen Kreationen zusammenstellt. Wir bereiten jetzt diesen Lammrücken zu mit einer Sanddornsoße. So haben wir zwei Produkte von der Insel. Einmal die Sanddornsoße, die Beeren sind hier auf der Insel gewachsen. Und eben der gewachsene Lammrücken. Ne? Rosmarin ist zwar kein typisches Inselkraut, kommt aber trotzdem als i-Tüpfelchen auf den scharf angebratenen Lammrücken. Dann geht's an die Soße. Bisschen Knoblauch. Für die Röstaromen von dem Lamm schön in unserer Soße haben gleich. So, dann löschen wir das alles mit Sahne ab. Dann kommt unser Sanddornsirup. Das ist Sirup, also ist kein purer Sanddornsaft. Dazu, weil der Sanddornsaft an sich hat hohen Vitamin C-Gehalt und der ist dann sehr sauer, also nicht sehr bekömmlich. Und wie bekömmlich ist es hier im Ostland am Ende der Welt zu leben? Aber richtig am Arsch der Welt. Also ich mag es hier, weil hier ist dieser Trubel, am Abend ist er einfach vorbei. Wir haben zwar über Tag ganz viele Gäste hier, Touristen, die mit dem Fahrrad rauskommen und so weiter, aber dafür hat man hier abends die totale Ruhe.
Inzwischen hat sich das Lammrückenfilet auf dem Schneidebrett entspannt und wird in sogenannte feine Tranchen geschnitten. Dazu gibt es Rosmarinkartoffeln und die Soßenkreation aus Santon-Sirup. Patzer beim Kochen darf sich übrigens auch der Spitzenkoch aus Borkums Ostland nicht erlauben. Gastronomen auf einer Insel befinden sich sozusagen ständig auf dem Präsentierteller. Man ist natürlich hier in so einem kleinen Enklave, sag ich mal, und ich sag mal speziell auch bei den Einheimischen, da muss man natürlich immer 200% geben. Muss man sowieso immer natürlich auch bei den Touristen, aber wenn die Einheimischen, wenn man da sich etwas leistet oder so, das ist dann schon schwierig. Da muss man schon aufpassen, dass man dann nicht, wir sagen immer, um die Insel kommt, ne? Dass man dann praktisch im Gerede ist, das war jetzt aber nicht so lecker, wo wir da essen waren, ne? Das macht dann, kann auch ganz schnell die Runde machen, ne? Mit diesem Gericht kommt das Café Ostland sicher nicht um die Insel. Es ist einfach lecker. Guten Appetit. Auf unserer Radtour durchs Ostland fahren mein Begleiter Heinrich Poppinger und ich durch weite und blühende Wiesen. Und fast könnte ich vergessen, dass ich auf einer Insel bin. Borkum ist grün und ein ideales Radlerrevier. Mehr als 100 Kilometer Radwege gibt es hier. Man könnte den ganzen Tag im Sattel verbringen. Doch wir haben ein ganz bestimmtes Ziel. Heinrich will mir einen seiner Lieblingsplätze auf der Insel zeigen. Wir sind unterwegs zum Tyskendörsee. Traumhaft soll es dort sein, ein Vogelparadies. Hören können wir es schon. Auf keiner anderen der ostfriesischen Inseln gibt es eine so große Artenvielfalt. Über 1500 Tier- und Pflanzenarten. Ein Großteil der Nordseeinsel steht unter Naturschutz. Als Teil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Watt, Salzwiesen, ein Deich, dahinter liegt geschützt der Tyskendörsee. Ein Süßwassersee mit einer einzigartigen Vogelwelt. Mit etwas Glück, viel Geduld und einem guten Fernglas kann man hier Uferschnepfen sehen und Austernfischer beobachten, Kiebitze und Feldlerchen entdecken oder auch den Rotschenkel bei der Morgengymnastik erleben. Viele andere Vogelarten brüten in den Tyskendörrweiden. Das ist jetzt aber wirklich Pech. Kurz bevor wir das Vogelschutzgebiet erreichen, hat es sich so richtig zugezogen. Borkums Binnensee ist eingenebelt. Da hinten ist der See, oder? Das ist der Tyskendörsee. Größtes Binnengewässer, was wir hier haben auf der Insel. Warum heißt es eigentlich Tyskendörsee? Tyskendör heißt so viel, das Plattdeutsch heißt so viel wie zwischendurch. Zwischendurch? Zwischendurch. Das heißt, hier ging mal in einer breiten Schneide das Wasser durch, weil die Insel mal zweigeteilt war. In West und in Ostland. Und der Bereich war über 500 Jahre offen, hat man 1860 geschlossen, den ganzen Bereich hier, den ganzen Wiesenbereich dazu gewonnen, ja, und dann hier den See reingesetzt. Ins Zwischendurchland. Ins Zwischendurchland, ja. Was haben wir denn? Lass uns mal gucken, was können wir denn jetzt? Ich glaube, man sieht ja immer irgendwas. Du hast ein Fernglas dabei. Guck doch mal durch und sag mir, was du im Nebel erspähst. Was wir jetzt hören, ist ein Austernfischer. Und an der Kante, knapp zu erkennen mit dem Fernglas, Graugänse, die dort hinten rausgucken mit ihren Hälsen. Da zieht jetzt richtig so den Seenebel rein, gell? So eine tolle Stimmung, richtig hier, mystisch. Ja, Seenebel geht hier sehr schnell. Also kann innerhalb von 10 Minuten, 4 Stunden auftreten, kommt und kann innerhalb von 10 Minuten, 4 Stunden auch so wieder weg sein. Wenn er kommt, ist sofort kalt. Dann ist sofort kalt, ja, dann wird es schattig. So ein Wetterumschwung kann ihnen gar nichts anhaben.
Sie leben das ganze Jahr draußen, die 15 Pferde von Familie Jütting. Am knallblauen Bauwagen der Sattelbude werden sie gestriegelt und gesattelt für den Ausritt zum Strand. Robust sind nicht nur die Vierbeiner. Antje Jütting und ihre Familie sind allesamt große Pferdeliebhaber und begeisterte Reiter. Ohne jeden Schnickschnack. Wir mögen das Einfache, wir mögen das Familiäre. Und das ist auch so die Art, wie wir mit den Tieren umgehen und wie wir auch mit unseren Gästen umgehen. Gut, alle Männer! Am Tor nicht drängeln. Angefangen hat alles vor ein paar Jahren, als Nachbarkinder, Freunde und manchmal auch Urlauber fragten, ob sie denn mal mitreiten dürften bei den Jüttings. Mittlerweile ist daraus eine feste Einrichtung geworden. Die Sattelbude Jütting bietet Urlaubern geführte Strandausritte an. Über Borkum zieht sich ein breites Netz markierter Reitwege, mitten durch die Dünen und bis zum Meer. Antje Jütting lebt seit 18 Jahren auf Borkum. Sie kommt aus Remscheid und ist Physiotherapeutin. Was Menschen auf dieser Insel gut tut, sagt sie, gilt auch für die Tiere. Dass es ja ein Luftkurort für Menschen ist, das wissen wir ja schon lange. Aber für Tiere wirkt das genauso gut. Das ist einfach, für die Tiere ist es auch dieses Hochseeklima, auch die frische Luft. Wir haben schon oft gemerkt, dass die Tiere hier auch ihre Luftprobleme wegbekommen. Und dann ist da ja noch Borkums endloser Strand. Die einen nennen ihn den größten Sandkasten der Nordsee, die anderen den schönsten Sandhaufen der Welt. Wie auch immer, wenn die Jüttings mit ihren Gästen hier angekommen sind, gibt es irgendwann kein Halten mehr. Eine Stadtrundfahrt bei Schiedwetter. Kreuz und quer durch den ältesten Teil von Borkum. 5000 Einwohner, aber heute steckt kaum einer die Nase raus. Der Oldi rattert, der Regen prasselt. Dazu gibt es Geschichten von Heinrich über die Walfängerzeit. Von 1715 bis 1782 erlebte Borkum seine erste Blütezeit. Insulaner, die zum Walfang bis nach Grönland segelten, brachten Wohlstand auf die Insel. Borkumer Männer und Jungs fuhren up de Walfis, so heißt es auf Platt. Heinrich, also wie war das genau? Die Männer waren draußen beim Walfang, die Frauen und die Kinder waren alleine auf der Insel und dann? Ja, und dann war es ja eine schwierige Zeit für die Frauen, weil sie eben alleine waren mit den Kindern und den alten Leuten. Damals zur Walfangzeit gab es auch sehr viele Piraten und Freischärler. Die witterten natürlich richtig fette Beute auf den Inseln, wo eben nur Frauen und Kinder waren. Da waren die Borkumer Frauen aber sehr mutig und haben sich, wenn Gefahr in Verzug war, einfach die Hosen und die Jacken der Männer angezogen, sind dann auf die Dünen gestiegen, bewaffnet und haben sich den Freischärlern gezeigt. Oh. Ja, die haben natürlich gesehen, dass doch Männer, starke Männer, auf den Inseln waren und haben dann von der Insel abgelassen. So hat man sich geschützt. Wow, es ist hier eng. Heinrich, schaffst du das? Ja. Wer hat denn heute hier auf der Insel die Hosen an, Heinrich? Das ist sehr gemixt. Ach, so. Mal so, mal so. Aha. Eine sehr diplomatische Antwort. Wir lassen das Thema mit den Hosen links liegen und passieren noch einen stummen Zeugen aus der Borkumer Walfangzeit. Ein Zaun komplett aus Walkieferknochen. Regentage wie dieser sind genau richtig, um das Heimatmuseum Dikus zu besuchen. Viele Exponate wurden von Borkumer Familien zusammengetragen und sorgsam arrangiert.
Das Heimatmuseum zeigt den Alltag der Insulaner früher. Die harten Zeiten, als die Männer auf See waren und die Frauen allein blieben mit Ernte, Haus, Hof und Familie. Die Borkumer Trachten ähneln denen aus dem nahen Holland. Dem Einsatz des alten Rettungsbootes Otto Haas haben manche Borkumer ihr Leben zu verdanken. Das spektakulärste Exponat hängt nebenan. Das 15 Meter lange Skelett eines Pottwals. 300 Jahre maritime Inselgeschichte, Gänsehaut inklusive. Gleich um die Ecke liegt Borkums ältestes Bauwerk, respektvoll der Olde Baas, der alte Chef genannt. Ein ehemaliger Leuchtturm, 45 Meter hoch. Aber absolut. Erbaut im 16. Jahrhundert auf den Mauerresten einer Kirche. Nee, wir haben es gleich geschafft. So, und hier haben wir das Turmzimmer vom Heimatverein. Ach, ist ja richtig kuschelig. Das erwartet man gar nicht, wenn man durch diesen steinernen Turm läuft. Und man erwartet ebenso wenig, dass hier oben im Turm regelmäßig Teezeremonien stattfinden. Der Türmer Gottfried Sauer lässt es sich nicht nehmen, auch uns ein heißes Ostfriesengetränk zu kredenzen. Oder? Klontje. Klontje. Dann wollen wir den Klontje mal knistern hören. Ja. So, mehr gibt's nicht. Das ist ja mal. Ja. Das ist doch eine richtige Zeremonie hier, hm? Schön. Und so trinkst du auch immer deinen Tee, Heinrich, wenn so du zu Hause ich auch bist? Immer meinen Tee. Mhm. Klar, als echter Borkumer muss ja. Vielen Dank. Dankeschön. Super. Inselkind bleibt Inselkind, hast du mal gesagt. Ja. Was heißt das? Wer auf der Insel geboren ist, ich glaube, der hat immer den Hang, hier wieder herzukommen. Es gibt viele, die aufs Festland gegangen, berufsmäßig aufs Festland gegangen sind, teilweise dann doch abgebrochen haben, weil sie eben da nicht zurechtkamen und wieder auf die Insel gekommen sind. Ich sag mal, spätestens wenn sie auf Rente sind, dann sind sie wieder hier. Aber was fehlt denn dann auf dem Festland? Diese Natur, dieses... ja, wie soll man das sagen? Wie soll man es beschreiben? Dieses Gemütliche, dieses, es ist einfach ein ganz anderes Feeling hier wie auf dem Festland. Es ist also ruhiger hier und von der Lebensqualität ist es einfach besser hier auf der Insel. Ich bin ja immer so wieder so erstaunt, wenn du Bus fährst. Du grüßt ja wirklich fast jeden. Also man kennt sich auch sehr gut. Man kennt sich sehr gut. Ist das immer schön, dass man sich so gut kennt? Ja, wie gesagt, wir haben 5200 Einwohner. Die Hälfte kenne ich persönlich. Man muss also ständig grüßen. Ja, gut, man muss aufpassen, dass man keinen vergisst. Mhm. Ja, sonst sind sie manchmal auch beleidigt und sagen, du hast es auch nicht mehr nötig. Oh, das hat man dann auch schnell beim Bierchen wieder ausgebügelt. Ja, stimmt. Ja. Plattdeutsch ist doch hier oben. Die Sprache. Die Sprache, kannst du die noch? Ja. Ja, sonst, ja, da musst du mal was sagen. Kannst du ein kleines Sprüchlein vielleicht mal her sagen? Ja, kann ich, ein Zungenbrecher. Oh, mach mal. Wenn Heiner einen Sohn hat, hat. Oh, wenn Heiner einen Sohn hat oder so? Wenn Heiner einen Sohn hat. Wenn er nicht so ein hartes Herz gehabt hätte, hätte er sie gekriegt. Oh Mann, das ist natürlich sehr speziell. Hast du das noch mit deinen Eltern gesprochen? Plattdeutsch, ja. Ja? Ja. Und du mit deinen Söhnen jetzt? Auch. Meine Frau hat mit unseren Söhnen nur Hochdeutsch gesprochen und ich habe mit meinen Söhnen nur Plattdeutsch gesprochen. Also sind sie zweisprachig aufgewachsen. Toll. Ja. Die Sprache des Vaters. Und daher können sie es auch fließend. Ja, wunderbar. Was heißt denn, zeig mir doch mal die Teedose da hinten, die sieht doch sehr interessant aus. Die Teebüssel. Die Teebüssel? Ja. Ist das eine Teebüssel? Was ist das Hütchen auf der Teebüssel? Ja, das ist ein Aufmaat. Da kann man die Tee aufmähen. Also ein Abmaß für den Tee. Ja, wunderbar. Also ein hübsches Döschen. Und ein bisschen Tee dazu, dann hast du gleich was für deine Tasche. Oh, wunderbar, für den Rucksack. Für den Rucksack. Tolles Geschenk für den Rucksack. Und was heißt Danke auf Plattdeutsch? Danke. Danke. Ja. Borkum ist die Insel der Türme.
weithin sichtbares Wahrzeichen seit 1879, der neue Leuchtturm. Seine Aussichtsplattform liegt in schwindelerregenden 60 Metern Höhe. Der Backsteinbau wurde in einer Rekordbauzeit von 6 Monaten hochgezogen. Guten Aufstieg! Die kleine Ermunterung kann man hier gut gebrauchen. Über 300 Stufen führen nach oben. Zum Glück gibt es immer wieder mal ein paar kleine Verschnaufnischen. Wer hoch getragen wird, hat eindeutig die besseren Karten. Die Aussichten werden mit jeder Stufe besser. Auf den letzten Metern wird's dann richtig steil. Und eng. Doch oben, nach Stufe 318, erwartet die Turmbezwinger ein 360-Grad-Panoramablick auf die Sehenswürdigkeiten der Nordseeinsel. Der Hauptbadestrand, die Seehundbänke. Und im Süden, ein echter Hingucker, der nächste Turm, der elektrische Leuchtturm. Diese beiden verbindet eine sehr persönliche Geschichte. Peter Porsch, genannt Pidi, ist der Enkel des letzten Leuchtturmwärters. Am 11. August 2003 erlosch das Leuchtfeuer des kleinen Leuchtturms, wie er auch genannt wird. Bis dahin diente er dazu, die Nachtschifffahrt im Bereich der Emsmündung sicherer zu machen. Der Turm ist eigentlich nicht zugänglich, doch für Pidi hat man eine Ausnahme gemacht. Schnell werden Kindheitserinnerungen wach. Der Hall hier drin, wenn man die Treppen raufgelaufen ist, dieses dumpfe Geräusch. Es war irgendwie so ein bisschen unheimlich, aber auch irgendwie schön. Als kleiner Junge durfte er seinen Opa, den Leuchtturmwärter, oft rauf auf den Turm begleiten. Manchmal sogar den Schalter betätigen für das grün-rot-weiße Licht. Pidi Porsch war schon lange nicht mehr hier oben. Nach vielen Jahren blickt der Borkumer Touristenführer wieder von seinem geliebten Turm. Ein absolutes Heimatgefühl. Das ist, weil ich hier groß geworden bin. Wir haben direkt hier unterm rot-weißen Leuchtturm gewohnt gehabt, auch mein Elternhaus 20 Jahre gewohnt gehabt. Und egal, ob man nun krank gewesen ist und aus dem Fenster geguckt hat und den Turm gesehen hat, da ging es dann einem ein bisschen besser. Ja, die Borkumer lieben ihre Türme. Droht einer zu verfallen oder gar in falsche Hände zu geraten, wird etwas unternommen. Hier rückt gerade ein Teil des Vereins Watertorn Börkum zur Besichtigung an. Wie im Gänsemarsch hier. Der alte Wasserturm, ein über 100-jähriges Wahrzeichen, drohte erst zu verfallen. Und dann wollte ein Privatinvestor Ferienwohnungen reinbauen. Um das zu verhindern, hat sich ein Verein gegründet, der das prächtige Bauwerk gepachtet hat, um es in den nächsten Jahren zu sanieren und zu einem Wassermuseum umzugestalten. Mensch, Meier. Viele Borkumer spendeten Geld und viele machten sich an die Arbeit. Die alte Treppe ist noch nicht wieder fit. Noch müssen die 23 Höhenmeter über Bauleitern erklommen werden. Vereinsvorsitzender Werner Tapper und Techniker Peter Beckmann machen diese Kletterpartie heute nicht zum ersten Mal. Das ist also ein Problem, wo wir noch einiges machen müssen. Ja, hier. Das hier. Fällt uns ziemlich ein, ja. Das ist halt Räuster hier dran. Und das ist die Wetterseite. Das ist das Problem mit dem Regen und alles. Ne? Der Borkumer Wasserturm wurde 1900 gebaut. Sein riesiger Behälter konnte bis zu 200 Kubikmeter speichern. Und es geht noch höher hinaus. Was mult und geht, ne? Herrlich. Bevor sich zukünftig Gäste im Watertorn Börkum über das Thema Wasserversorgung informieren können, hat der Verein noch eine Menge Arbeit vor sich. Denn zum Baudenkmal gehörte auch mal ein Dach. Das soll in Zukunft wieder drauf, auf den alten Wasserturm. Ja, und
Heinrich bringt mich zum neuen Hafen. Dort liegt ein ehemaliger Leuchtturm vor Anker, ein schwimmender Leuchtturm. Über 30 Jahre lang schützte das Feuerschiff Borkum Riff das Leben der Seeleute, die nordwestlich von Borkum die Ems ansteuerten und dabei das gefährliche Borkum Riff umschiffen mussten. Seit 1988 ist die Borkum Riff in Ruhestand. Heinrich muss noch was erledigen. Ich soll mir das Schiff ruhig mal alleine angucken. Später will er mich hier wieder abholen. Feuerschiff Borkum Riff ist doch ein toller Name. Ja, das Schiff hat jetzt seit ein paar Jahren eine neue Aufgabe. Es ist ein schwimmendes Museumsschiff und das kann man besichtigen. Ein schwimmendes Nationalparkhaus. Im Buch rund um die riesige Ankerwinde wird der Frage auf den Grund gegangen, wie sich Tiere in der Nordsee und im Wattenmeer verankern und gegen die Strömung schützen. Im Bauch des Feuerschiffs bekommt man Infos rund um das Weltnaturerbe Wattenmeer. Naturschutz und maritime Technik. Beides wird auf der alten Dame erlebbar. Der Leuchtturm. Im Maschinenraum simulieren Hörstationen die Maschinengeräusche der Schiffe und die Ultraschallwellen des Schweinswals. Manchmal scheint es, als ob die Besatzung das Feuerschiff nur kurz verlassen hätte. Raum für Raum taucht man ab in den Alltag der Mannschaft, die auf dem Feuerschiff Position halten musste. Sie lagen und lagen fest bei den wandernden Sandbänken. Seit 9 Jahren. Seit dem Krieg lag ihr Schiff an langer Ankerkette fest. Ein brandroter Hügel auf der schiefergrauen Ebene der See. Muschelbedeckt. Und in 14 Tagen sollte das alte Feuerschiff eingezogen werden. Es war ihre letzte Wache. Thorenmeier. Frau Kallert. Was haben Sie entdeckt? Flüssigschwalben. Flüssigschwalben? Ein Paar brütet jedes Jahr an einem der Stege dort drüben. Da hinten? Genau dort. Kann man sogar mit bloßem Auge fast sehen. Aber nur fast. Toll. Mensch, und die, das ist ja das Herzstück des Schiffes hier. Die Brücke. Die Brücke. Und wir könnten ja, wenn wir wollten, noch losfahren. Das Schiff ist ja noch voll tauglich, gell? Das ist eines der Besonderheiten, ne, auf die wir sehr stolz sind. Na, als mobiler Botschafter hier im Nationalpark Wattenmeer. Was überrascht denn die Besucher hier besonders? Was kriegen sie für Reaktionen? Also Natur und Technik, das ist der Clou, kann man sagen. Und also viele sind erstmal ja, baff, wie groß dieses Schiff ist. Mhm. Na, 54 Meter lang, immerhin, beileibe keine Nussschale. Und ja, oft gelingt es eben auch, die Besucher ins Staunen zu versetzen, welche Tiere denn da draußen auf dem hohen Meer leben, dort, wo das Schiff früher im Einsatz war. Schweinswale zum Beispiel, denn die bekommt man als Inselgast ja doch in der Regel weniger zu sehen, weil sich die Tiere doch weiter draußen aufhalten. Mhm. Haben Sie denn selber schon mal Wale gesehen hier? Schweinswale. Ja, kleine Schweinswale, angepasst an die Größe des Wattenmeeres, als wir mit dem Schiff hier, mit dem Feuerschiff Borkum Riff unterwegs waren. Mit diesem? Mit genau diesem, ach, Richtung ehemalige Seeposition. Mhm. Und dort für einen kurzen, vergänglichen Moment, ne, so das 2-3-malige Auftauchen der Finne. Und, toller ja, Moment, ne? Erhebend, auf jeden Fall. Ne, wenn man mit dem Fernglas ausgestattet ist, hat man vielleicht noch eine bessere Chance, Details zu erkennen. Glaube ich sofort. Das möchte ich Ihnen auch in die Hand geben, damit Sie solche Momente auch genießen können. Für den Rucksack. Das ist wohl wirklich die Grundausstattung hier auf der Insel, gell? Herzlichen Dank, kann man hier hin und her stellen. Ihnen auf jeden Fall noch alles Gute mit Schiff und Nationalpark Wattenmeer. Ein toller Arbeitsplatz, würde ich sagen. Ne? Vielen Dank. Gute Beobachtung. Ach, super. So. Ja. Okay.
Bremen hört, moin. Ja, schönen guten Morgen, der Alfred hier. Wir gehen um 10.15 Uhr auf Kontrollfahrt am P3. Es gibt Tage, an denen liegt der Borkumer Seenotkreuzer Alfred Krupp im Hafen und nichts passiert. Und es gibt Tage wie diesen, jede Menge los auf dem Wasser. Ein Kreuzfahrtschiff vor Anker. Küstenschiffe führen eine Ölbekämpfungsübung durch. Bei ihren Kontrollfahrten sind die Seenotretter auf alles vorbereitet. Das fängt an von technischen Hilfeleistungen, Maschinenausfall, Ruderbruch. Das geht dann über Orientierungslosigkeit, Nebel, Alkohol, die ganze Palette. Also hier ist kein Einsatz wie der andere. Das ist hier recht abwechslungsreich. Im Bauch des Seenotkreuzers herrscht eine enorme Hitze. Hier brummen 3194 PS. Wenn es drauf ankommt, kann die Alfred Krupp 23 Knoten machen. Schiff und Mannschaft gehören zur Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, einem der modernsten Seenotrettungsdienste der Welt, finanziert ausschließlich durch Spenden. Die gesamte Flotte an Nord- und Ostsee besteht aus 60 Seenotkreuzern mit durchschnittlich über 2000 Einsätzen im Jahr. Geraten Menschen in Not, sind sie da, die Seenotretter von Borkum. Bei jedem Wetter 24 Stunden einsatzbereit. Geht's Ihnen gut? Mir geht's gut. Wissen Sie, wie Sie heißen? Heinz. Heinz? Zugegeben, diesmal war es nur eine Mann-über-Bord-Übung. Der Gerettete selbst ein Seenotretter. Doch so schnell wird es auch im Ernstfall gehen. Innerhalb weniger Sekunden ist das Tochterboot glückauf schon wieder einsatzbereit. Ja, es bleibt schon hängen, wenn man mal außergewöhnliche Wettersituationen gehabt hat. Wie am 1. November 2006, als hier ein Zementfrachter, die Cementina, zu kentern drohte. Da waren wir eben auch draußen und da hatten wir durchaus Wellenhöhen von über 15 Metern. Und das war dann schon sehr aufregend. Über Gefühle reden sie nicht so gern, die Seenotretter von Borkum. Dafür haben sie vielleicht schon zu viele schlimme Dinge gesehen. Auf eine Rettungsaktion sind sie jedoch sichtlich stolz, wie ein Foto an der Bordwand zeigt. Am 3. Dezember 2007 hat der kleine Ole an Bord der Alfred Krupp das Licht der Welt erblickt. Nach der Übung steht wieder der Alltag auf dem Mannschaftsprogramm. Das heißt Putzen und Kochen wie in einer Männer-WG. Hier muss ich mir jetzt mal ein paar Rezepte aussuchen, die habe ich zu Hause geübt, damit ich hier dann auch einigermaßen die Leute kochen kann, denn ich habe vorher noch nie gekocht. Ne? Hatte ich nicht nötig, meine Frau war Köchin. Von daher ja, muss ich mir jetzt aneignen das Ganze. Retter ohne Ruhm werden Seenotretter auch respektvoll genannt. Die Borkumer haben seit kurzem noch einen zweiten Beinamen, die kochenden Seenotretter. Denn ihre Rezepte sind mittlerweile legendär. Am Ende des Tages will uns die Mannschaft der Alfred Krupp noch eben zeigen, wie eine Brandbekämpfung auf See aussieht. 36.000 Liter Wasser schießen pro Minute aus den Löschmonitoren. Damit haben wir nicht gerechnet. Seenotrettung auf Borkum. Und Rezepte, saure Ochsenfetzen.
Schweinerollbraten, Rinderschmorbraten, toll. Die Jungs von der Seenotrettung hier auf Borkum, die haben ein Buch geschrieben. Da erzählen sie ihre besten Geschichten und verraten ihre leckersten Rezepte. Dieses Buch kommt jetzt für Sie in den wunderschönen Rucksack. Ja. Auf Borkum ist alles anders. Das gilt auch für diesen Übernachtungstipp. Spiel- und Sportmöglichkeiten auf 17 Hektar in der Jugendherberge im Ortsteil Rehde. In einer ehemaligen Kaserne der Bundesmarine machen jetzt Jugendliche und Familien günstig Urlaub. Es ist die größte Jugendherberge Europas mit über 600 Betten. Wer möchte, kann anstelle des Abendessens im Gemeinschaftssaal einen Grillabend im Freien buchen, so wie der Akkordeonverein aus Herdecke. Das Warfthus steht im alten Stadtkern der Insel. Es gehörte einst Hermann Ackermann. Befreundet war er mit einem Kohlenhändler aus Essen. Und dessen Nachkommen haben das Warfthus zu einem gemütlichen Ferienhaus umgestaltet. Hermann Ackermann war ein Multitalent. Landwirt, Fuhrmann eines Rettungsbootes, Seehundsjäger, Schriftsteller und Dichter. Das Warfthus ist eine Rarität und dürfte allen Urlaubern gefallen, die es urgemütlich mögen. Platz ist für 8 Personen. Hier darf allerdings nur wohnen, wer das Seehundsjägerhaus auch pfleglich behandelt. Die historische Schiffssignalstelle gehört zu den wohl ungewöhnlichsten Domizilen der Nordseeinsel. In unmittelbarer Nähe zum Südstrand, mit diesem Blick aufs Meer. Den besten bietet die Penthouse-Wohnung Turm. Außerdem gibt es noch 7 weitere Ferienwohnungen. Alle sind unterschiedlichen Themen gewidmet und entsprechend eingerichtet. Das Strandhotel Hohenzollern wurde vor ein paar Jahren stilvoll restauriert. Wer sich diese luxuriöse Unterkunft nicht leisten will, sollte zumindest einmal das Kuchenbuffet durchprobieren. Es lohnt sich. Früher war hier übrigens Borkums Jugendherberge untergebracht. Heute entsprechen die Zimmer dem 4-Sterne-Komfort des Hauses. Es gibt einige behindertenfreundliche Zimmer und Suiten, ein paar davon mit Blick auf den Hauptbadestrand und das Meer. Hat mir eine Überraschung angekündigt. Guck, da sieht man das Watt ja schon richtig. Ich soll hier jemanden treffen, der auf der Insel bekannt ist wie ein bunter Hund. Also Heinrich, du hast gesagt, barfuß ins Watt ist richtig? Barfuß ist richtig. Brauche ich sonst noch was? Nö. Nö. Gut. Ja, viel Spaß, Hermina. Mach ich. Grüß mit dem Werthus. Der ist nicht zu übersehen. Nicht zu übersehen? Okay, da bin ich mal gespannt. Bis später. Danke, ja, Heinrich. Tschüss. Hallo, Herr Werthus. Hallo, Tamina. Du musst das sein, anders
geht's nicht. Nein, hier ist ja kaum sonst jemand hier. Nee, das ist der Fels in der Brandung, wenn die Sturmflut mal kommt. Was sehe ich denn da? Was hast du denn da dabei? Das ist eigentlich mein Arbeitswerkzeug. Mhm. Was wollen wir damit? Wir werden das jetzt benötigen gleich, wenn wir rausgehen ins Watt. Aber vorher will ich dir noch kurz was zeigen, denn die Wiesen hier, das sind ja die Salzwiesen, auch ganz besondere Wiesen, gibt es ja nicht mehr viel von. Schön drauf zu laufen. Super. Das ist total angenehm, ja. Und es gibt hier ganz besondere Pflanzen. Mhm. Meine Lieblingspflanze ist hier. Wir Insulaner dürfen noch Heilkräuter sammeln und auch Drogen. Und diese Pflanze hier enthält ein Rauschgift. Mhm. Was willst du mir damit sagen? Soll ich das mal probieren? Das kannst du gerne mal probieren. Ein Rauschgift. Das macht jetzt was mit mir. Wie heißt die überhaupt? Die heißt Strandbeifuß. Wilder Wermut. Mhm. Schmeckt richtig bitter, ne? Mhm. Also sehr. Da ist Thujon drin. Das nicht mehr. Nee, da ist Thujon drin. Der Stoff, den man auch dem Absinth beisetzt. Ach. Und das hat man hier gebraucht, um Bier zu brauen. Mhm. Und man kann diese Pflanze auch tatsächlich nehmen und in Alkohol einlegen. Dann kommt es da auch raus. Und der Schnaps, der dann da hergestellt wird, heißt Wumms. Und das ist dann eine Medizin, oder wie? Der macht Wumms. Und das ist also wirklich ein ganz, ganz altes Heilkraut, was gerade Seeleute gebraucht haben. Denn das Essen verdarb ja früher leichter und dann haben die Mannschaft damit wieder auf die Beine gestellt, wenn die was Schlechtes gegessen hatten. Toll. Mensch, da treffen wir uns zur Wattwanderung und sind gleich erstmal bei den Heilkräutern. Ja, natürlich. Toll. So geht's los. Ja, und jetzt gehen wir da. Jetzt gehen wir ins Watt. Ins Watt. Ja, also überall wächst der hier, ne? Guck mal. Der wächst hier überall. Ja. Daneben gibt es noch ungefähr 1500 andere Tier- und Pflanzenarten hier auf den Salzwiesen. Ja, aber siehst du, das so mit Schmecken und, das ist für mich immer wichtig, ne? Ja, sonst kriegt, das ist ja das, wirklich erfahren. Genauso hier. So, warte, was warte mal. Oh. Und zwar hier. Nach was schauen wir denn? Ja, im Wald ist es ja so, es sieht eigentlich ja immer so leblos aus. Soll ich? Aber, warte mal, denn... Aber da unten lebt da unten es. Ist doch im Grunde der lebensreichste Raum dieser Erde. Und... Oh. Da sind seine Röhren und da ist er. Da. Ich hol's mal. Hier. Das ist der Raubwurm. Mhm. Den packen wir jetzt mal aus. Da ist er. Und dieser Raubwurm beißt. Na. Der Seeringelwurm. Wen? Der wird dich jetzt beißen. So. Soll ich mich mal vorbeißen lassen? Nein, ich halte das aus. Warte mal, dann gib das mal. Das kann ja nicht so schlimm sein. Über deinen Handrücken. Ach. Und zwar ärgert man den ein bisschen. Oh nein! Und dann kommt. Ah! Du, der hat aber echt gebissen. Habe ich doch gesagt. Aha! Aber sowas von. Der hat vorne an seinem Maul zwei Beißzangen und ist auf der Jagd nach diesem Schlüsselchen. Nee, so einen will ich aber nicht nochmal haben. Habe ich doch gesagt, ganz ruhig, sagt er dann. Jetzt gucken wir mal, ob dich auch noch mal einer beißen kann. Komm, wir holen noch einen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch einen, so einen schönen haben. Das war mal ein richtiger Biss war das. Ja, natürlich. Mensch, hat der gebissen, du. So, der ist auch schön groß. Man traut ihm das auch nicht so zu. Nee, der sieht so harmlos aus, ne? Ja gut, du weißt jetzt, ja, was du dich natürlich nur einlässt. Noch einen halben. Aber vorne, das reicht. So, jetzt quälen. Nein, nicht quälen wollen wir nicht. Quälen tue ich nicht. Nein. Nee, ich sehe da, dass da was da raus. Da kommen die Zangen. Oh, jetzt hackt er. Jetzt hackt er da rein. Der beißt richtig da in die Hand. Volle, ne? Kanne beißt er da. Hm? Du spürst doch was, oder? Natürlich. Hallo. Na, beißt er nochmal? Jetzt. Oh. Da hat er. Hast du wieder gesehen? Ja. Diese tut, Zangen? Ja. Das tut nicht weh. Doch. Also richtig weh tut es nicht. Man merkt es. Er macht aber hättest du gedacht, so dass hier Würmer beißen können? Nein. Und wen beißen die sonst noch? Der ist auf der Jagd nach diesen Schlickkrebschen. Das sind seine Lieblingsnahrung. Und die frisst er dann so? Und die frisst er dann auf. Oh, aber der beißt jetzt nicht einfach mal unsere Füße so, ne? Nein, der sitzt ja zu tief. Mhm. Das Wasser ist flach, wird genauso schnell warm. Toll. Und es ist wirklich total angenehm. Wie eine Fußbodenheizung. Ja, ja. So, jetzt haben wir hier Herzmuscheln. Ja. Und diese Herzmuscheln können laufen. Die graben sich wieder ein, ja, die haben Fuß. Und das machen wir jetzt einfach so, indem wir die da in Wasser legen. Möglichst so tief, dass sie gut mit Wasser bedeckt sind, nicht zu nah aneinander, dass sie auch ordentlich bewegen können. Und dann müssen wir einen kurzen Moment warten. Da bin ich ja mal gespannt.
Das ist ja toll, dass man das so beobachten kann. Spülen und ziehen die sich wieder in die Erde hinein. Und für Kinder nenne ich das Muschelrennen. Später heißt es dann Experimentmuscheln können laufen mit anschließender Analyse. Und für dich heißt es Anpassungsmaßnahmen und Überlebensstrategien von Herzmuscheln in einem dynamischen Lebensraum. Eine Sache, drei Titel. Und am liebsten verbullen die sich wahrscheinlich, wenn sie dabei deine Musik hören, oder? Gut, dann war das das Stichwort. Jetzt hast du schon die ganze Zeit mitgeschleppt, dieses schöne antike Musikinstrument. Das ist tatsächlich antik. Ein älteres Baujahr, hm? Ja, Mitte der 40er Jahre ist es gebaut worden. Mensch, das nimmst du immer mit, wenn du hier die Badtouren machst. Dieses Akkord, ja, solange das Wetter das zulässt, ja, nehme ich das immer mit. So, Muscheln, aufgepasst, geht gleich los. Und heute verschüchtert, nur ich bin es nicht und das liegt an dir. Am Fenster fliegt eine Kuh vorbei, da kommt jede Hilfe zu spät. Ein Glas auf die Kuh und eins auf die See. Hier wurde ich an Land gespült, hier setz ich mich fest. Von dir weht mich kein Sturm mehr fort, bei dir will ich bleiben, solange du mich lässt. Deine Hand kommt in meine, und jede Hilfe zu spät. Ein Glas auf uns und eins auf die See. Am nächsten Morgen habe ich dieses schöne Lied immer noch im Kopf. Oh! Moin! Moin! Heute? Moin! 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 Nein! Moin! Ah! Moin. 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 Heinrich, was ist hier los? Das ist der DLRG-Ortsverein hier. Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Richtig. Wo wollen die hin? Zum Strand. Wir haben Strandwache. Ah, und du machst eine kleine Sonderfahrt. Das ist wieder eine kleine Sonderfahrt. Das ist aber nett. Nimmst mich aber trotzdem mit jetzt. Ja, selbstverständlich. Wunderbar. Dann los geht's. Tür zu. Es gibt Tage, an denen sie nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Tage, an denen am Strand ständig was passiert. Dann sind sie zur Stelle. Sie setzen ihr Können ein für Menschen in Gefahr. Sie sind mutig, gut ausgebildet und top ausgerüstet. Sie kennen die Tücken der Nordsee. Sie sind die Rettungsschwimmer vom Südstrand. Aber heute ist nichts los am Südstrand. Kein Tag für Großeinsätze. Im vergangenen Jahr hatten sie und ihre Kollegen über 1800 Einsätze. Und die wenigsten davon hatten mit Rettung im Wasser zu tun. Vom Pflaster über Knochenbruch bis zum Herzinfarkt. Die Helfer der DLRG kümmern sich um alles hier.
Doch als Helden sehen sie sich selbst gar nicht. Es gibt verschiedene Sachen, wo man ein bisschen heftig gewesen sind, aber da spricht man eigentlich nicht drüber. Ne? Wir sind eben dazu da, anderen Leuten zu helfen, und da wollen wir uns nicht irgendwie in den Vordergrund setzen und sagen, hier, ach, wir sind die großen Lebensretter oder so. Das ist nicht der Fall. Wir versuchen ja alles vernünftig in Ordnung zu halten, und so soll das eigentlich auch bleiben. Heute ist einer dieser Tage, an denen Klaus Wiebrands und seine jungen Kollegen nur abwarten können und Tee trinken. Aber gut, dass sie da sind. Jeden Tag und bei jedem Wetter. Die Rettungsschwimmer der DLRG. Schon, dass der halbe Bus da voll geladen ist mit Borkumann. Ja. Was ist denn das für eine Sonderfahrt? Das ist der Holtermann Shanty Club. Den muss ich zu einem Auftritt bringen. Aha. Jungs, wie sieht's aus? Stimmt mal einen an. Ein Mädel geküsst. Im kleinen Fernhaus dort an der Alster hab ich erlebt, was Liebe ist. Die Möwen, sie schauten zum Fenster hinein und dachten, wie schön muss die Liebe sein. Im kleinen Fährhaus an der Alster will einer Hamburger nähren. An diese Stunden dort an der Alster denk ich für mein Leben gern. Ahoi, ahoi, beim Schunkeln, da fühlt man sich frei. Das ist die alte Liebe, sie schwankt zwischen Lob und Leben. Das ist die alte Liebe, hinaus auf die wogende See. Das ist die alte Liebe, zu dir meine Worte fand. Das ist die alte Liebe, mein Borkum am Nordseestrand. Das ist die alte Liebe, mein Borkum am Nordseestrand. Borkums Wellness-Oase heißt Gezeitenland. Und dieser Name ist Programm. Direkt aus der Bio-Apotheke des Wattenmeeres kommt er, der Borkumer Naturschlick. Er regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an, entspannt die Muskulatur und pflegt die Haut. Thalasso heißen solche Kuranwendungen. Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Gesundheit aus dem Meer. Alpha-Liegen sind die neueste Entdeckung im Gezeitenland. Multisensorische Klangliegen. Das Zusammenspiel von Farbe, Form und Licht mit Klang, Vibration und Wärme soll helfen, Stress abzubauen
und abzutauchen in Richtung Tiefenentspannung. Baden in Rosenblüten und Milch, wie einst Kleopatra. Wer einmal in dieser Bronzewanne liegt, der kommt freiwillig nicht so schnell wieder raus. Das Kaiserbad kann man übrigens auch zu zweit genießen. Im Mai 2011 wurde im Dünenpark hinter dem Gezeitenland der Kraxl-Maxl-Kletterpark Borkum eröffnet. Der maritime Charakter ist schon auf den ersten Blick zu erkennen. Elemente wie Rettungsringe, Fender und dicke Taue sorgen für Kletterspaß in luftiger Höhe. Mit Blick auf Dünen und Meer kann man einen Parcours aus insgesamt 60 Stationen durchlaufen bzw. überwinden. Der Kraxl-Maxl-Kletterpark Borkum ist auch für Anfänger geeignet und gehört zu den schönsten Kletterparks an der Nordsee. Unser letzter Tipp führt an einen der schönsten Strände Borkums. An den FKK-Strand im Norden der Insel. Hier befindet sich die Strandsauna. Außen ein schlichter Container, innen Entspannung pur. Schwitzen mit Blick auf das Meerespanorama. Und zum Abkühlen lädt die Nordsee ein. Eben ging er doch noch. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Eigentlich ist es ein ganz teuer. Also seit 2002 läuft er bei uns im Betrieb, also wunderbar. Aha. Sprit ist genug drauf. Ja, eventuell der Anlasser hier. Du weißt was, ich kümmere mich darum. Mach du doch erstmal einen Strandspaziergang. Hast du Werkzeug? Ich habe Werkzeug dabei, kein Thema. Gut, das sowieso. Wollte ich eh den Strand angucken. Gut, okay. Du schaffst das. Bis später. Mach mal. Nach dem Strandspaziergang mal so richtig reinhauen. Fischbrötchen essen oder doch lieber einen Hotdog. Mit Blick in die Dünen, mit Sand unter den Füßen und, wenn das Wetter mal nicht mitspielt, mit einem schützenden Strandkorb über dem Kopf. Das gibt es nur im Dünenbutje am Nordstrand.
Die Auswahl in dem netten kleinen Selbstbedienungsrestaurant inmitten der großen Dünenlandschaft ist riesig. Selbstgemachter Kuchen wie bei Muttern, richtig gute Matthiasbrötchen und noch viele andere Leckereien, die typisch sind für die Insel. Hallo. Schön. Das Dünenbootchen. Das ist ein Tipp von Ihnen, liebe Zuschauer, beziehungsweise von Waltraud und Roland Wagner aus Goch. Die haben uns geschrieben und gesagt, ihr müsst unbedingt das Dünenbootchen besuchen. Das ist wunderbar gelegen, mitten in den Dünen. Es gibt tolle Sanddornprodukte, leckere Sachen zu essen. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Das ist ein ganz, ganz netter Ort. Und auf jeden Fall einen kleinen Ausflug wert. Wenn Sie auch Tipps oder Ideen haben für eines unserer nächsten Reiseziele, dann schreiben Sie uns auf jeden Fall. Wir freuen uns auf alle Anregungen und versuchen, die auch immer wieder in die nächsten Sendungen dann auch mit einzubauen. So, und jetzt das leckere Matthiasbrötchen. Wenn Ommo Ackermann Senior mit seinem Fahrrad die Pferde von der Weide zum Stall kutschiert, dann erinnert das an früher, als es auf Borkum noch keine Autos gab. Ommo Ackermann Senior besitzt das älteste Kutschunternehmen auf Borkum, bereits seit über 60 Jahren. Heute wird Ommo Ackermann Senior von allen immer noch Chef genannt, denn was den Stall und die Pferde angeht, da mischt er immer noch kräftig mit. Auch wenn er die Zügel des Kutschbetriebs eigentlich längst abgegeben hat an seinen Sohn, Ommo Ackermann Junior. Auf Borkum ist alles anders, auch eine Fahrt zu den Seehundbänken. Denn dorthin fährt man nicht mit dem Schiff, sondern mit der Kutsche. Es ist Ebbe. Die Zeit am Tag, wo die Kutsche bis zur Sandbank der Robben und der Seehunde kommt. Mit von der Partie Familie Nettesheim aus Nassau. Ja, die haben sich hier festgefahren. Ne? Wow. Ja. Oh, das ist toll. Mensch, haben die eine Kraft. Ja, wir sind hier ein bisschen eingesackt. Ja. Obelix und Minou, haben die zwei eigentlich jetzt, ist es für die sehr anstrengend, die Kutsche zu ziehen? Nein, das ist normale Arbeit. Die sind da ja für gezüchtet worden und sind gut im Training, machen das ja tagtäglich. Und man merkt, wenn die mal einen Tag oder zwei Ruhe haben, dann freuen die sich auch wieder richtig auf die Arbeit. Dann können die es kaum erwarten. Und gerade die Weite des Strandes mögen die. Die würden am liebsten jetzt auch ein bisschen mehr rennen noch. Ne? Ja? Das haben so Pferde an sich, ja. Wenn die so die Weite sehen, das hat man ganz oft, wenn Gäste mit ihren Pferden vom Festland hier Urlaub machen. Und die kommen dann an den Strand, dann kennen die ihre Pferde gar nicht wieder, weil die dann richtig losrennen wollen. Ja. Die lieben auch die Weite. Ja. An dieser Stelle heißt es aussteigen. Das Gebiet der Seehunde ist durch einen Zaun geschützt. Immerhin, bis da dürfen wir ja gehen. Ja. Ab hier beginnt die Schutzzone. Weiter können wir heute haben wir nicht das Glück, dass sie dicht bei sind. Sonst liegen sie auch mal hier vorne gleich in der Bucht. Die Absperrung dient als Schutz für die Wildtiere vor allzu neugierigen Menschen. Fast am Ende meiner Borkum-Reise sehe ich nun doch noch die Seehunde und Robben. Über 200 ahlen sich im Abendlicht. Thank you.
Da, sind da geht es ein ins Seehunde. Wasser. Ja, die sind jetzt, werden die aktiv, weil die sind ja nachtaktive Jäger. Die genau. gehen jetzt so langsam alle ins Wasser. Ja. Ich habe hier auch noch ein kleines Mitbringsel für Ihren Rucksack. Oh. Von meinem Vater, einen lieben Gruß. Ach, das bringt ist bringt ja Glück, nett. Ne? Mensch. Man muss es bloß immer richtig rum aufhängen. Das heißt, mit der Öffnung nach oben, damit das Glück reinfällt und nicht rausfällt. Wichtig. Ganz an die Tür oder an so, die Tür, gell? Über die Tür. Das ist doch ein schönes Geschenk. Hat es denn Obelix schon mal getragen? Nee, das ist eins von Minou, vorne links. Von Minou vorne links. Das muss man wissen. Das muss man wissen. Das bringt, bestimmt bringt besonders viel Glück. Genau. Herzlichen Dank. Bitte, bitte. Schön. Hier hinten sitzen ist richtig gemütlich, gell? Das ist gemütlich hier, ja. Hast du hier überhaupt schon mal gesessen? Selten. Selten, selten, oder? Selten. Meistens du bist überhaupt schon mal so nah am Wasser? Nee, das ist auch ganz selten. Also normal dürften wir hier ja gar nicht stehen, aber... Große Ausnahme. Ja, große Ausnahme. Und so toll, wenn der Wind jetzt um den Bus rumpfeift und wir so gemütlich hier drin. Das ist Atmosphäre. Das ist richtig zweites Zuhause geworden jetzt ja, in der ehrlich. Zeit. Ja. Perfekter Ort, um den Rucksack auszupacken. Der glittert schon so ganz geheimnisvoll. Schauen wir doch mal rein. Als erstes, das kennst du, Heinrich, unser Tee-Ensemble. Die Teedose. Mit der Maßeinheit? Für eine Kanne. Für eine Kanne, genau. Mit dem richtig guten, der Friesenmischung dazu. Dann haben wir hier obligatorisch ein Fernglas. Das Fernglas, was man immer braucht für Vogelbeobachtungen. Das ist schon immer sehr wichtig, dass man sowas mit hat. Ja, sonst sieht man nicht so viel. Oder eben Robben. Oder? Die von der Promenade aus, die Seehunde, ja. Genau. Hm. Dann hier das Seenotretter-Kochbuch. Ich wusste gar nicht, dass sie so toll kochen können, die Jungs. Ja, die haben Zeit, die Jungs. Das heißt, wenn die nicht in Einsatz sind, sind sie im Hafen und dann haben sie sehr viel Zeit und denken sich solche Rezepte dann aus. Ja. Und sind auch viele spannende Geschichten drin und tolle Fotos. Also, eine Erinnerung an die Seenotretter. Dann eine schöne Strandimpression von der Inselkünstlerin. Nicole Wenning? Ja. Mit dem schönsten Arbeitsplatz der ganzen Insel und diesen schönen Strandzelten, die ja bei euch wirklich typisch sind. Das finde ich eine ganz süße Erfindung, diese Strandzelte. Da ist man richtig schön geschützt. Ja, das ist eigentlich original für den Strand. Nicht die Körper, sondern die Zelte. Genau, auf Borkum gibt es Zelte und die schützen vor Wind und eben auch dem Sand, der manchmal ganz schön fegt. Ne? Ganz süß so. Und ja, hier
Ein Hufeisen. So rum bringt es Glück. Von unserer Tour zu den Seehundbänken. Von dem Omo Senior. Senior. Und Ackermann heißen hier ja viele. Ackermänner gibt es hier wie Sand am Meer. Ja. Das bringt bestimmt sehr viel Glück. Das Pferd hieß Minou. Dass das getragen hat, lege ich dir mal hier so. Halt mal alles schön fest. Genau. Und jetzt haben wir noch dazu bekommen zwei CDs. Eine von unserem singenden Wattführer. Albertus. Gell, kennst du auch. Ganz toll. Ein Glas auf die Kuh und eins auf die See. Und eine von unserem Shanty-Chor. Das war ja eine Tour hier im Bus. Den Magen wärmt der Kümmel, das Herz, das wärmt die Dirn. War ganz schön warm hier drin. War warm, aber lustig. Ja, kam richtig tolle Stimmung auf. Und die kommt dann zu Ihnen nach Hause, die Stimmung, wenn Sie die CD hören. So, das sind sie, unsere 6 Geschenke für den wunderschönen Rucksack. Moment, ich habe noch etwas. Ich dachte schon, was hast du da? Oh nee. Der Bus. Wie süß. Klein. Das ist ja was. Mit Gepäckträger. Mit Gepäckträger. Mit auf- und zuklappbar. Und sogar mit diesen kleinen Abstandhaltern hier vorne. Na, das ist ja ein tolles Geschenk. Das kommt also noch dazu. Insgesamt 7 Geschenke haben wir jetzt zusammen. Tu es mal auf deinen Schoß. Halt ihn gut fest. Das ist ja ein richtiges Unikat hier. Toll. Wenn Sie den Rucksack gewinnen möchten, dann schicken Sie uns ein Postkärtchen. Schreiben Sie auf das Postkärtchen alle Geschenke drauf, die in dem Rucksack drin sind. Und mit ein bisschen Glück kommt der Rucksack samt Inhalt dann zu Ihnen nach Hause. Ja, das war's jetzt schon von der schönen Insel. Okay. Heinrich, werde ich vermissen. Ja. Und dein Bus auch. Ja. Es war ganz toll mit dir. Und ich kann nur empfehlen, also mit so einem Bus hier über die Insel zu tuckern, das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Wie sagt man hier Tschüss auf Plattdeutsch bei euch? Mag out. Mag out? Ja, mag mach's out. Gut. Mach's gut. Na dann, mag out und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.